So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyblocks. Wie man sieht, hat sich die Welt so minimal ein bisschen verändert. Und zwar habe ich meine Save-Datei zerstört und war doof. Und ja, deswegen habe ich alles so gut wie möglich nachgebastelt. Ich habe die Cobblefarm ein bisschen anders gebaut diesmal. Ich habe da ein Loch im Boden noch reingemacht, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert hätte. Ich hatte ja letztes Mal nicht genug Holz, um eine Spitzhacke zu nehmen, aber ich glaube, dass ich meine Lava in Obsidian verwandelt hätte, wenn ich da nicht das Loch gemacht hätte. Und ich habe diesmal nicht alles Holz direkt dafür verschwendet, sondern ich habe mir eine Holzspitzhacke noch dazu gemacht. Und ich habe ein bisschen das Dirt noch verteilt. Ja, das ist so der einzige Unterschied zur letzten Folge. Also ich habe eigentlich nichts dazu gewonnen. Hier ist immer noch der eine Baum, der nicht gewachsen ist. Und ich habe mir gedacht, dann kann ich jetzt wenigstens ein bisschen Cobblestone farmen, während ich gleichzeitig über meine Spiele 2017 so rede, was ich so 2017 gespielt habe. Ich werde nicht über alles reden, was ich gekauft habe, weil das ist ein bisschen viel an Spielen. Ich bin nur leider zu nichts gekommen, das zu spielen. Was ein bisschen nervig ist. Habe ich überhaupt auf hart gestellt? Ja, das ist gut. Und ja, ich würde sagen, oh, dann basteln wir hier einfach mal ein bisschen Cobblestone ab. Das dauert ganz schön lange. Aber wir werden später noch einen besseren Cobblestone-Generator haben. Irgendwann. Im Laufe der Zeit. Ja. Hey, ich hätte gerne das Cobblestone gekriegt und nicht den Cobblestone gekriegt und nicht verbrannt. Kann ich irgendwie machen, dass ich den besser kriege? Wahrscheinlich nicht ohne so ein Sieb, hätte ich fast gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich letztes Jahr, ich habe mir jetzt eine Liste zusammengeschrieben, wann welches Spiel rausgekommen ist, was ich so letztes Jahr gekauft und gespielt habe. Ich habe Großteil des Jahres Final Fantasy XIV gespielt, das ist aber eine ganze Zeit vorher schon rausgekommen, also das habe ich jetzt nicht in der Liste mit drin. Außer das Add-on, das ist im Juni rausgekommen, das habe ich sehr viel gespielt. Wobei, das Add-on selber habe ich nicht gespielt, sondern nur die neuen Charakterklassen. Weil ich noch gar nicht so weit gespielt habe in dem Spiel, dass ich das Add-on hätte spielen können. Im Januar und Februar habe ich irgendwie gar nichts gekauft und gespielt, habe ich so herausgefunden. Hat mich selber überrascht, wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit wirklich nur mit Final Fantasy verbracht. Im März dann sind sogar drei Spiele direkt rausgekommen. Die habe ich alle zwar nicht zu der Zeit gespielt, aber die habe ich alle drei irgendwann mal gespielt so ein bisschen. Und zwar zuerst Ghost Recon Wildlands. Spiele ich ab und zu mal. Ist halt ein typisches Ubisoft-Spiel. Man fährt durch die Gegend, macht Missionen, kriegt Erfahrungspunkte. Ist halt so 0815 Ubisoft-Spiel. Mir macht es Spaß, einfach mal so ein bisschen sinnlos durch die Gegend zu fahren und zu ballern. Muss auch mal sein. Dann habe ich als nächstes Spiel Legend of Zelda Breath of the Wild gespielt. Das habe ich nicht viel gespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es hat mich nicht gepackt. Ich habe, keine Ahnung, 2 Stunden reingesteckt. Wenn überhaupt. Weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ah, ich kann einfach so festhalten. Cool. Weil ich einfach nicht dazu gekommen bin und dann bin ich direkt am Anfang in so einen Wächter reingelaufen und ich habe einfach nicht herausgefunden, wie man den bekämpft. Der hat mich mit seinem Laser beschossen und ich war tot. Und das war, das macht mir keinen Spaß, wenn man so One-Hit ist. Da bin ich nicht so der Fan von One-Hit-Gegnern. Und dann gab es noch Mass Effect Andromeda im März. So mein Favorite-Spiel überhaupt. Muss ich schon sagen, das macht schon Spaß. Wobei, das habe ich auch leider nicht durchgespielt. Also mein Favorite-Spiel im März. Nicht überhaupt. Das habe ich nicht durchgespielt. Mir wurde es am Ende zu viel. Flieg wieder zu dem ersten Planeten zurück. Macht dann wieder noch ein paar Missionen auf dem Planeten. Dann fliegt wieder zum zweiten Planeten. Und man ist die ganze Zeit nur im Kreis geflogen. Und hier ist immer noch kein Baum gewachsen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ja, ich habe dann irgendwann kurz vor Ende des Spiels, weil die Story war sowieso 0815 Bockmist und ja, das Gameplay war zwar gut, die Grafik war meh, hat ein bisschen viele Bugs gehabt. Ich habe viel Zeit reingesteckt, ich habe es aber nicht durchgespielt.
Ich könnte eigentlich die Dinger zu Stone Slabs verarbeiten, ne? Oder mache ich mir eine Spitze? Ich kann mir noch eine Spitzhacke machen. Machen wir uns eine Steinspitzhacke. Yay. Auf jeden Fall habe ich dann das Spiel auch nicht ganz durchgespielt. Die ganzen Charaktere, die Nebencharaktere waren nicht so schön. Nee, das war... Ja, nee. Aber im März war es halt das Beste von denen, was rausgekommen ist. Dann habe ich im April erstaunlicherweise auch wieder nichts gespielt, außer Final Fantasy 14. Und dann gab es im Mai Disgaea 5. Ich weiß nicht, ob einem von euch Disgaea was sagt, aber ich weiß auch nicht mal, ob man es so ausspricht. Ich spreche es auf jeden Fall so aus. Es ist ein ziemlich durchgeknalltes Japano-RPG, so rundenbasierend, Schachbrettmuster-mäßig. Ich hätte fast gesagt, so vom Spielprinzip her vergleichbar mit Fire Emblem, nur halt, dass die Charaktere, wenn sie sterben, nicht für immer weg sind. Und halt Japano-RPG und komplett over the top und durchgeknallt und all sowas. Ein richtig gutes Spiel. Habe ich schon andere Teile von gespielt. Habe ich wieder viel Zeit reingesteckt. Man muss leider sehr viel grinden und leveln und sowas. Da höre ich dann immer irgendwann auf, weil ich einfach zu viel Zeit reinstecke zu grinden und da bin ich übersättigt von dem Spiel. Und ich habe Angst, dass mir gleich ein Creeper den Arsch wegbombt. Und dass alles verloren ist. Aber egal. Oh, ich habe Prinzips unlocked, weil ich im Wasser war. Läuft bei mir. Da habe ich auch viel Zeit wieder reingesteckt. Das hatte ich auf der Switch aber. Die anderen Spiele vorher hatte ich auch... Ja, die Zelda logischerweise auf der Switch. Ghost Recon hatte ich auf dem PC und Mass Effect hatte ich auf der PlayStation. Dann im Juni ist das Add-on für Final Fantasy 14 rausgekommen. Wann ist denn Final Fantasy 15 rausgekommen? Ist das nicht auch dieses Jahr 2017 rausgekommen? Ich glaube ja. Auf jeden Fall habe ich Final Fantasy 15 nicht gespielt, sondern nur gekauft. Final Fantasy 14 Stormblood, das Add-on, habe ich gekauft. Ich habe aber, da ich noch nicht so weit bin in dem Spiel, weil so Spiele, wo man viel grinden muss und leveln muss, da brauche ich dann immer lange Pausen von. Und deswegen habe ich nur die Charakterklassen gespielt, die neuen. Die haben mir viel Spaß gemacht. Und ich werde demnächst auch mal wieder ein bisschen Zeit wieder in Final Fantasy 14 reinstecken. Aber jetzt aktuell nicht. Ich bin auch übersättigt. Das war so ein Event in dem Spiel, wo man die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist und so Events auf der Karte gemacht hat. Das hat mich so übersättigt von dem Spiel. Weil man hatte nur eine kurze Zeit, man musste einfach, und die Drop-Chance von dem Event war halt so gering und es hat so keinen Spaß gemacht. Ich wollte aber unbedingt die Sachen von dem Event haben. Ja, das war ärgerlich. Das hat mir irgendwie das Spiel kaputt gemacht, dieses Event. Dann Juli, August, Juli und August ist kein Spiel rausgekommen, was ich gekauft und gespielt habe. Ich glaube gekauft ja, aber gespielt nicht. Im September ist dann Divinity Original Sin 2 rausgekommen. Das habe ich auf Computer gespielt. Ich habe es nicht viel gespielt. Auch wieder ein Spiel, was ich nicht viel gespielt habe. Ich habe, glaube ich, 1000 Mal den Anfang gespielt, weil ich jedes Mal gucken wollte, was denn die anderen Charaktere, unterschiedliche Charaktere für eine Anfangsstory haben. Und ich hatte da viel Spaß dran. Ich muss nur sagen... Ja, letztendlich war es nicht ganz so mein Spiel, weil man einfach zu viele Möglichkeiten hatte. Ich meine, ich mag es, Möglichkeiten zu haben in dem Spiel, aber man kann es auch übertreiben. Und dann im September ist noch Destiny 2 rausgekommen. Auch das wieder ein Spiel, was ich ein paar Stunden gespielt habe. Ich hätte gesagt 10 Stunden vielleicht, ein bisschen PvP, ein bisschen PvE, ein bisschen Story. Es hat mich nicht gepackt wie der erste Teil. Der erste Teil, den habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Da habe ich so viele Stunden reingesteckt. Aber da habe ich auch mit Leuten zusammengespielt. Vielleicht ist das ein Unterschied, wenn man mit Kumpels zusammenspielt. Dieses Spiel hat keiner von meinen Kumpels gekauft, Destiny 2, weil die von Destiny 1 auch noch zu enttäuscht waren von der Story. Ja, das ist dann halt natürlich ein großer Unterschied, wenn man das Spiel nicht mal zu zweit spielen kann.
Vielleicht kriege ich noch irgendeinen Kumpel dazu, irgendwann mal das mit mir zu spielen, aber aktuell bin ich nicht weit in dem Spiel gekommen. Dann gab es im Oktober 3 Spiele direkt, die ich gekauft und gespielt habe. Und zwar einmal Elex, das war ja dieses Gotham-mäßige. Habe ich auch nicht viel gespielt. Meine Stimme verlässt mich, tut mir leid. Habe ich nicht viel gespielt, weil mir dieses keinen roten Faden zu haben in dem Spiel einfach nicht gefallen hat. Also gar nicht. Weil egal in welche Richtung man gelaufen ist, es kam immer ein Monster um die Ecke und hat einen mit One-Hit getötet, weil ich noch nicht hoch genug gelevelt war. Beziehungsweise Leveln in diesem Spiel bringen ja sowieso nichts, sondern man muss einfach stark genug Waffen finden. Und das finde ich stressig. Ich würde gerne bei einem Spiel eindeutig gezeigt kriegen, yo, in diese Gegend am besten noch nicht gehen. Oder beziehungsweise da als nächstes hingehen. Ich hatte bei Alex das Gefühl, dass ich halt keine Ahnung hatte, wo ich überhaupt hin muss oder hin sollte. Und das hat mich halt davon abgehalten, das Spiel weiter zu spielen. Ich werde vielleicht nochmal reingucken demnächst. Aber aktuell reizt mich da noch nicht so viel dran, ein Spiel zu spielen, wo ich keinerlei Leitfaden habe, wo ich denn am besten lang sollte. Oh, ich sollte mich nicht da runterspülen lassen, weil sonst... sonst bin ich weg. So, wir haben genug Cobblestone auf jeden Fall, um gleich da auf jeden Fall mal zur Insel hinzugehen. Oder in der nächsten Folge? Ich glaube, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werde ich auch über die Spiele 2018 reden, von denen ich bis jetzt weiß und welche ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Ob ich sie dann spielen werde, ist die nächste Frage. Aber... ja. Im Oktober ist dann noch South Park Fractured Butthole rausgekommen. Da habe ich so viel Zeit reingesteckt. Habe ich komplett durchgespielt. Ich habe leider nicht 100% der Trophäen, welche ich gerne hätte, gekriegt. Aber passiert. Habe ich viel Zeit reingesteckt. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie der erste Teil. Hauptsächlich, weil zum Beispiel... hier Kanada gefehlt hat. Das hat mir im ersten Teil richtig Spaß gemacht. Und es war einfach zu viel der alten Jokes. Zu viele Furz-Jokes und zu viele Kotz-Jokes. Es war nochmal übertrieben von dem, was im ersten Teil schon viel war. Der erste Teil war wesentlich besser. Muss ich wirklich sagen. Sind überhaupt gar keine Monster gespawnt? Nicht mal da, ich spiele auf hart. Okay. Und der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, warum mein Hunger nicht sinkt. Keine Ahnung. Dann gab es im Oktober noch Assassin's Creed Origins. Habe ich nicht viel gespielt. Ich würde es gerne spielen. Nur immer, wenn ich Zeit habe, dann... keine Ahnung, fehlt mir die Motivation. Und wenn ich keine Zeit habe, dann überlege ich mir, ach, würdest du jetzt gerne da noch ein bisschen Zeit reinstecken und dir die Welt ein bisschen angucken? Also auf den ersten Blick war die Welt schon echt cool. Aber ich habe halt keine Zeit gehabt dafür. Leider. Ich muss demnächst auch mal hier in Skyblocks, bei Skyblocks auf der Seite steht so eine Liste mit Achievements, die man erledigen kann oder sollte, um das Spiel durchzuschaffen. Da werde ich mal gucken, ob ich da so ein bisschen mich dran richte. Ich werde mir eine kleine Insel bauen, eine kleine Hütte und dann mit Aura vielleicht ein bisschen mir so ein paar Challenges setzen, dass ich mir ein paar extra Sachen hierher packe, wie zum Beispiel Kuh oder Schwein oder sowas. Das wäre doch zum Beispiel cool. Dann wären wir auch schon im November 2017, da kam dann Call of Duty World War 2 raus. Da habt ihr alles gesehen, was ich bis jetzt davon gespielt habe. Ich habe auch nicht viel gespielt, ich habe kein PvP gespielt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist schön, mal wieder einen zweiten Weltkriegs-Shooter zu haben, aber... es packt mich nicht so wie früher die Call of Duties. Früher die ersten Teile, die waren doch alle absolut genial und irgendwie, keine Ahnung, der Teil ist jetzt nicht so super genial. Und dann ist im November... oder war das im Dezember? Ich glaube Anfang Dezember. Mein absolutes Lieblingsspiel 2017 rausgekommen. Spellforce 3 wird dem wenigsten was sagen, ist so eine Mischung aus
RPG und RPG und Rollenspiel, genau. RPG und RTS, also Rollenspiel und Strategiespiel. Man spielt Großteil des Spiels als Heldengruppe, kriegt dann immer wieder so Basenbau. Es war nicht so gut wie, also es ist Bayforce 3 gewesen, weil früher schon mal zwei Teile rausgekommen sind, und zwar 2000 rum, irgendwann in der Zeit. Also es war wirklich lange her, dass der zweite Teil davon rausgekommen ist. Den ersten und zweiten Teil habe ich früher auch gesuchtet. Die fand ich um einiges noch besser als jetzt den dritten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man bei den ersten beiden Teilen halt seine Helden auch richtig stark kriegen konnte. Jetzt beim dritten hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, meine Helden waren halt 0815 Helden. Die waren zwar auch am Ende recht stark, dass man auch viel mit den Helden nur machen konnte, aber es gab halt immer noch Sachen, die einen gewonnen-hittet haben oder getoo-hittet haben. Was ich dann ein bisschen komisch finde, weil ich bei einem RPG gerne am Ende overpowered sein möchte. Dafür spiele ich ein RPG. Am Anfang kann ich gerne schwächer sein, weil dann hat man halt das Ziel, irgendwo darauf hinzuarbeiten. Aber am Ende möchte ich halt so overpowered sein, dass ich die Gegner halt alle wegknatze. War trotzdem mein absolutes Lieblingsspiel, habe ich durchgesuchtet, habe ich richtig viel Zeit reingesteckt. Wie viele Stunden kann ich gar nicht sagen. Könnte ich bei Steam nachgucken. Mache ich aber nicht. Und das war meine Spitzhacke und ich habe immer noch keinen Baum. Okay, dann heißt es, wir bauen jetzt erstmal mit Cobblestone den Weg. Und tauschen das dann später gegen Holz aus. Weil ich möchte gerne mit Holz bauen und nicht mit Cobblestone, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war, also Bayforce 3 war auch das letzte Spiel, was ich 2017 gespielt habe. Das habe ich, wann habe ich das beendet? Vorgestern habe ich das beendet. Habe ich die letzte Mission davon durchgespielt. Habe ich genug? Ich hoffe, ich habe genug Steine mit. Ah, das könnte passen. Hier kriegen wir dann auch ein bisschen Sand. Ich muss aufpassen, dass das nicht alles runterfällt. Ja, genau das, was ich befürchtet habe. Jetzt ist nämlich alles runtergefallen, auch die Kakteen. Pumpkin, Melon, Obsidian, okay. Das war jetzt ein bisschen dämlich von mir. Hätte ich mitrechnen können, dass sich das einfach auflöst. Das ist ärgerlich. Oh, hätte ich erst eine Plattform drunter bauen sollen oder so? Scheiße. Ich glaube, ich baue die Kiste dann noch ab. Aber dann hätte ja auch jederzeit durch die Monster das alles runterfallen können, ne? Ach, das ist ärgerlich. So, dich bauen wir ab und nehmen wir am besten. Versuchen wir mitzunehmen. Wenn du... Nein, okay. Fliegt natürlich nicht in meine Richtung. Ich habe ja auch keine Spitzhacke mehr. Schade um den Kaktus. Und das Sand. Den Sand. Hätte ich... Oh, mitbauen können. Gibt es hier eigentlich eine Kiste drunter? Das war noch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Es gibt nur zwei Kisten? Ich dachte, dass es bei Skyblock mehr geben würde. Da muss ich wirklich ein bisschen mit Challenges über Dings arbeiten. Eine Ho kann ich mir nicht basteln, weil ich wieder kein Holz habe. Melon, Pumpkins. Da kann ich mir auch Melon Seeds draus machen. Dann habe ich wenigstens was zu essen. Ich brauche aber erstmal Dings. Und ich kann mir ein Höllenportal basteln, ne? Aber auch das machen wir beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das Höllenportal basteln soll. Auf jeden Fall auch nicht hier vorne, sondern eher weiter da hinten. Irgendwie auf dem Steg oder so. Ich würde sagen, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Das waren so alle Spiele, die ich 2017 gespielt habe und was ich davon gehalten habe. Meine meiste Zeit habe ich wirklich in Final Fantasy XIV, Spellforce 3 und Minecraft gesteckt. Und sonst wüsste ich auch so nicht, welche Spiele ich so noch gespielt habe. Erstaunlich wenig. Dafür, dass ich 12 Monate Zeit hatte. Aber naja, ich arbeite ja auch, ne? Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.